kann dir ein Weihnachtsgeschenk vielleicht doch deine Beziehung und deinen Ex zurückschenken? In diesem Video erkläre ich dir, in welchen Situationen ein Geschenk tatsächlich angebracht ist, was ich sonst nie tue und worauf du dabei achten solltest. Ex-Rück ist ja unsere große Spezialität. Die letzte Situation, die ich beschreibe, ist die tückischste. Bleibe also bis zum Ende dabei und überprüfe, wo du gerade stehst von den verschiedenen Varianten. Natürlich beantworte ich zum Schluss auch noch die Frage, welchen Einfluss ein Weihnachtsgeschenk auf deine Rückeroberung hat und in welchen Fällen Geschenke sogar richtig gut eingesetzt werden können. Um herauszufinden, ob ein Geschenk bei euch beiden passend ist, müssen wir kurz auf deine Situation eingehen. Wie lange seid ihr schon getrennt? Wie ist euer jetziges Verhältnis? Redet und schreibt ihr noch regelmäßig? Seht ihr euch noch oft oder lebt ihr vielleicht sogar noch zusammen? Was ich ja besonders mag, wer mich kennt, mein Ex-Rückgratgeber kennt, weiß, dass Zusammenleben für mich etwas ist mit besonderen Chancen. Davor haben viele Berater Angst. Ich mag es und habe teilweise bessere Quoten. Aber hier geht es mir ums Weihnachtsgeschenk. Das Weihnachtsgeschenk, haben wir ein Weihnachtsgeschenk? Und diese Fragen alle, wo du stehst, wie lange etc., da gehe ich auch in meinem Ratgeber drauf ein, um mit dir festzustellen eben, wie ist euer Verhältnis, was haben wir gerade für eine Situation eher pro euch oder gegen euch, pro Geschenk eventuell oder gegen Geschenk. Und natürlich geht es da im Ex-Rückratgeber noch viel ausführlicher um die Strategie und die Sondersituationen. Für mich ist tatsächlich ein Geschenk sinnvoll. Und jetzt kommt, wenn ihr sehr regelmäßig Kontakt habt, das heißt, ihr schreibt euch, trefft euch auch regelmäßig und es ist definitiv sinnvoll für euch, dieses kleine Geschenk dann zu kaufen oder dem Ex das zu kaufen, weil wir dort sind, wo wir im Grunde genommen in einer Art von Freundschaft sind. Vielleicht sogar Freundschaft plus. Achtung, es gibt ein ganzes Video, wann du nichts schenken solltest. Hier geht es darum, wann du was schenken solltest. Es ist diese angenehme Augenhöhe-Freundschaft, Bekanntschaft, wo das kleine Geschenk nichts kaputt macht. Es darf nichts Großes sein. Es sollte ein bisschen individuell sein und passen. Und Achtung, individuell kann auch sein, wenn er auf solche Sachen nicht achtet, irgendein Wein, der dich angelacht hat. Wenn er auf Kleinigkeiten achtet, könnte es sein, vielleicht doch die Socken, die lustigen, weil du weißt, das ist immer ein Thema von ihm. Vielleicht ist es die Powerbank, weil sie einfach immer, kleine Powerbank, weil sie immer ein leeres Handy hat oder es vergisst. Vielleicht ist es irgendein anderes Accessoire. Es kann irgendeine Mütze sein, weil er oder sie neulich gefroren hat oder gesagt hat, oh, ich habe nichts Schwarzes und eine schwarze Mütze. Es muss was Kleines sein, es muss was Günstiges sein. Und Achtung, jetzt spiegeln, wer meinen Ratgeber kennt und andere Videos von mir kennt. Beispiel ist mir wichtig. Ich muss schauen, dass ich vom Geschenk ungefähr dort rauskomme, idealerweise ein bisschen unter dem, was vom Ex oder von der Ex kommt. Lieblingsschokolade ist auch erlaubt. Ja, es zeigt einfach deinem Ex, dass du etwas in eure Beziehung, es war jetzt keine richtige Beziehung, aber in eure Freundschaft investierst, dass du aufmerksam bist, aber nicht zu sehr. Es ist diese Mischung, die es macht. Am Ende die große Falle, die ich dir natürlich noch ans Ende packe, worauf du achten musst, was dir auf keinen Fall mit dem Geschenk passieren darf. Du musst aufpassen, dass du auf gar keinen Fall, auf jeden Fall hier und jetzt der Fan bist, der gut aufgepasst hast, während von ihm nur so ein Glühwein kommt. Nein, wenn von ihm Glühwein kommt, sollte von dir auch einer kommen. Habt ihr zwei, dann habt ihr schon wieder ein bisschen mehr Spaß zwischen den Jahren. Zweitens, Achtung, ihr schenkt euch natürlich etwas, wenn ihr zusammenlebt und es euch eigentlich auch noch ganz gut geht. Waffenstillstand ist okay, ein Koexistieren. Und selbst wenn ihr Weihnachten nicht zusammen verbringt, hast du irgendwas Kleines. Achtung, während du für andere Menschen auch was hast. Also sowas zu machen wie, Ausnahme, hey, wir in meinem Bekanntenkreis, wir machen alle nichts, aber hier ist was für dich. Geht nicht. Hast du die Energie mitgenommen? Hier ist was für dich. Den will ich doch nicht zurückhaben. Die will ich nicht zurückhaben. Diese will keiner haben. Du übrigens auch nicht. Du auch nicht. Wenn wir mit unseren Klienten am Telefon sind, und dann erzählen sie teilweise, was sie machen. Und dann drehen wir den Spieß mal um und sagen, okay, stell dir mal vor, hier der eine Ex, der auf den du keinen Bock mehr hast, aus deiner Vergangenheit, der würde jetzt kommen und dann sagen sie alle mal so, ja, der hätte keine Chance bei mir. Aha, aha, wir wollen ja die Chancen erhöhen. Na, und wir alle wissen, dass so eine Aktion sowieso nicht das ganze Ding ist. Ja, ein Geschenk macht hier nicht den Kohl fett. Es ist einfach so, dass eine Rückeroberung ein Prozess ist. Ein Prozess, ja. Ratgeber im Hinterkopf haben, einen Prozess, wo ich stückchenweise mich vorarbeite. Ein Geschenk, bitte nicht in die Falle gehen, ist nicht das, was euch rettet. Wird es nicht tun, kann es nicht tun, soll es auch nicht tun. Es geht eher darum,
diese kleinen Stufen zu haben, wo man mühelos miteinander weiter vorwärts kommt. Für weiteres Know-how übrigens, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen, die ich drehe zu Beziehung, Beziehung retten und eben natürlich vorneweg Ex zurück, weil man da so viele Fehler machen kann und auch viel richtig machen kann. Jetzt, hier, Geschenk, was ist der nächste Punkt? Dritter Punkt, Freundschaft plus. Ihr seid getrennt, aber ab und zu läuft da noch was. Na, also wirklich, erstmal muss ich dir sagen, auf der Rückeroberung ist Freundschaft plus ein zweischneidiges Messer. Nicht das Thema hier. Manchmal hilft es, manchmal bremst. Jetzt ist aber richtig, egal ob es hilft oder bremst, machen wir ein Geschenk. Wir machen ein Geschenk spiegelnd, wenn wir dort sind, wo es natürlich ist, was Kleines für den anderen dabei zu haben. Ich empfehle dir als Mann erst recht jetzt hier bei Freundschaft Plus was Kleines zu haben. Es sei denn, gut, die Ausnahmen kommen in dem Video, wann du auf keinen Fall was schenken sollst, aber wenn sie zu arrogant ist, kann ich dir jetzt schon sagen, bitte nicht. Na, und als Frau musst du aufpassen, bist du in der Freundschaft plus, die du eigentlich nicht magst und so, dann sei sehr, sehr vorsichtig mit dem Geschenk und achte drauf mit dem Spiegeln, dass du dann notfalls was hast, ne, falls da was kommt von ihm. Ansonsten viele Frauen, Bauchgefühl, Erfahrung und aus all den Jahren Coaching, die wir haben, sind manchmal da etwas aufmerksamer im Durchschnitt und hier solltest du nicht positiv auffallen. Das ist nicht gut für dein Ziel mit der Rückeroberung. Vierter großer Punkt, ihr habt Kinder. Ich habe einen ganzen Videokurs zu Kindern, ne? Videokurs zu Kindern. Und da ist natürlich so, es wäre total komisch, wenn ihr euch für die Kinder die ganzen Geschenke bei der Übergabe gebt oder sogar vielleicht sogar Weihnachten zusammen verbringt. Das wäre ganz komisch, nicht zu haben. Hier ist ganz besonders wichtig, den richtigen Ton zu haben. Der richtige Ton ist hier. Achtung, wichtiges Know-how für dich. Und bitte auch andere Eltern warnen, die mit ihrem Ex zusammen Weihnachten feiern oder Geschenke haben und sonst was und sich noch eigentlich wünschen, dass daraus vielleicht entweder wieder was wird. Hier musst du nicht das Geschenk machen für dich, Karte, für dich, weil du so, sondern für den Vater oder Mutter meiner Kinder. Also nicht du bist so toll, sondern danke, dass du auch so toll immer für die Kinder da bist. Da mag ich sogar eine Weihnachtskarte. Wunderbar, haben wir im Team diskutiert. Eine Weihnachtskarte mit zwei, drei Sätzen und da steht zum Beispiel was drin: Hey, vielen Dank für die kleinen Momente, wo du sie von der Kita abgeholt hast oder dass du einfach eine tolle Mutter oder ein toller Vater für die Kinder bist. Sowas. Eine Wertschätzung auf der Elternebene. So smart, so cool, null, weil ich dich so toll finde. Ich nenne das, bei mir ist der Jargon dazu, ich nenne das den dritten Grund. Nicht du willst was schenken, nicht der andere sowas bekommen, sondern der dritte Grund, weil er halt wunderbarer Vater ist, wunderbare Mutter ist. Und selbst wenn du manchmal Kritik hast, Weihnachten ist nicht der Moment für Kritik. Kommst rein, hey, vielen Dank und für die wunderbaren Momente, wo du sie abgeholt hast, mit ihnen gebacken hast, gemalt hast, etc. Und du musst nicht übertreiben, das, was passt. Ja, schön, dass du für die Kinder da bist. Sowas, vielen Dank, sowas. Schlank, schön, von Herzen, mit einem kleinen Geschenk. Und auch hier, acht aufs Spiegeln, achte drauf, dass du mit dem Geschenk nicht sagst, wie viel du willst, sondern dass du unter Eltern für eine gute Atmosphäre sorgen möchtest. Fünftens, ist der harte, ist der fiese. Seid ihr in der Ambivalenzphase? Was ist die Ambivalenzphase? Es ist die Phase, wo man zwischen den Welten ist. Auf der einen Seite hat man mit dem Ex viel zu tun, dann wenig. Man versteht sich gut, dann doch nicht. Man hat gerade gedacht, man kann sich wieder unterhalten, dann hat er plötzlich ein Date mit einer anderen und schmiert sie auch noch direkt unter die Nase. Und so weiter und so fort. Ambivalenzphase ist, wenn wir hin und her sind. Und wenn wir in der Ambivalenzphase sind, dann kommt der ganz wichtige Kniff, dass ich aufpassen muss, auf keinen Fall dann zu kommen, wenn der andere gerade weg ist, dann zu schenken, wenn der andere gerade weg ist. Geiler Tipp zum Schluss, für mich ganz wichtig. Die Geschenke, die du vielleicht zur Sicherheit dann in der Hinterhand hast, und Achtung, wir sind immer noch dort, wo es vielleicht eine Flasche Wein ist, vielleicht irgendwie irgendwas Kleines, Aufmerksames ist, vielleicht können es sogar Kinogutscheine sein. Achtung, das ist gleich die Grenze, gleich noch ein Tipp für dich mit den Kinogutscheinen. Dann hältst du zurück, schaust mal, was passiert, wie ihr durch Weihnachten kommt und dann könnt ihr an der Stelle, kannst du im neuen Jahr eventuell, und bitte stimm das mit dem Coach ab, weil dafür sind wir doch da, ja? Bei einer Ambivalenzphase könnte das Geschenk im neuen Jahr eine gute Aktion sein, nach dem Motto, ah, übrigens, das habe ich ganz vergessen gehabt, wehe, wehe, das passt nicht, deswegen an der Stelle,
Es passt nicht, wenn der andere gerade am Wegtauchen ist und so weiter und so fort. Es passt in ein paar Situationen passt nicht. Auch wenn du irgendwelche Fragen hast, zum Motto, ich habe diese großen Dinge gekauft, oder? Aber mir fällt es total leicht, weil dir ein teures Geschenk halt eben leicht fällt. Gratuliere dir an dieser Stelle. Nur, da habe ich schon zigmal Leute wieder zurückgezogen. In seltenen Fällen gesagt, okay, dann platziere das Geschenk eben so. Aber ich habe häufig auch gesagt, hier so nicht. Manchmal haben wir es dann als Aktion im Januar abgestimmt eingesetzt. So, ganz wichtig ist für mich einfach, ich habe gesagt, es gibt eine große Falle, die ich dir am Schluss sagen möchte. Und es gibt auch noch einen Fun Fact, den ich dir mitgebracht habe. Der Fun Fact ist, in Beziehungen, da gibt es Untersuchungen, die am Zerbröseln sind. Und der Wegbröselnde weiß, er kriegt ein Geschenk. Die bleiben schamloserweise noch 2, 3 Wochen länger bis Weihnachten, bis zum Geburtstag, und nehmen das Geschenk mit Achtung, machen dann Schluss. Denke also nicht, du kannst mit einem Geschenk, wo die Beziehung noch irgendwie zusammen ist, die Trennung verhindern. Du kannst sie allerdings herauszögern. Und wenn du dort bist, hol dir bitte sofort Coaching, um die Beziehung zu retten. Dann wäre das noch möglich. Keine Ahnung, warum du in diesem Ex-Rück-Video gelandet bist. Und danke für die Likes, danke für den Support, danke fürs Weiterleiten an Leute, die vielleicht in dieser Situation jetzt gerade Blödsinn bauen würden. Was ist die große Falle? Die große Falle, in die regelmäßig Leute tappen, mit denen ich arbeite, mit denen wir arbeiten, ist, dass in dem Moment, wo man sich den Gedanken macht, über den anderen das zu kaufen, bist du mit deinen Gedanken bei deinem Ex. Vielleicht schon zu viel. Wo ich dann das habe, vorbereitet habe, entsteht Vorfreude auf Weihnachten. Dann kommt die Enttäuschung, weil das nicht passt, der Ex das nicht wertschätzt, irgendwas, weil du zu hohe Erwartungen hattest und dachtest, dieses eine Geschenk gibt dir den Ex zurück. Nein, eine Aktion ist nur eine kleine Aktion. Erinner meine Worte, eine Aktion ist nur eine Aktion. Es ist eine Treppenstufe auf einer langen Treppe. Schön, wenn diese Treppenstufe passt. Hast du Zweifel? Sind wir für dich da? Lies es im Ex-Rück-Ratgeber nach. Achte darauf, dass du wirklich wieder runterkommst. Atme ganz kurz mit mir. Meine Erwartung, ich habe diese kleine Aufmerksamkeit, ich platziere die, es geht um nichts, es geht einfach nur um Weihnachten. Anderen Leuten bin ich gegenüber auch aufmerksam. Und es passt zu den Situationen. Und bei der Ambivalenzsituation halte ich mal lieber zurück und warte, was vom anderen kommt. Meine ganzen Erwartungen, Atem hilft. Entspanntheit, Erwartungen raus. Entspanntheit. Wir wollen doch, dass die Ex-Rückeroberung klappt. Alles Gute. Dein Beziehungscoach immer leidet.